Augmented Reality wird in unserem Alltag immer präsenter. Auch im Bereich von Wartung, Instandhaltung und Qualitätssicherung von Mobilfunkstationen bieten sich immer mehr Möglichkeiten. Einer dieser Anwendungsfälle ist die Standortbegehung mit den aktuellen Zugangsinformationen. Da oft Weg- und Zugangsbeschreibungen oder Ansprechpartner vor Ort für die Techniker nicht immer auf dem neuesten Stand sind. Im Bereich des Schlüsseltresors am Hauseingang ist ein QR-Code platziert. Der Techniker scannt den Code mit der 3DQR-Plus-App und alle nötigen und aktuellen Informationen, die er zum Zugang benötigt, werden auf seinem Tablet angezeigt. Die jeweils aktuellen Zugangsinformationen werden aus den Datenbanken des Standortinhabers bei 3DQR zusammengeführt und gesichert über den QR-Code bereitgestellt. Der Techniker ist im 3DQR-System mit Techniker-ID hinterlegt. Bei jeder QR-Code-Scannung ist somit bekannt, welcher Techniker vor Ort ist und den Standortschlüssel hat. Ein weiterer Anwendungsfall ist die Augmented Reality-unterstützte Infrastrukturprüfung auf dem Mobilfunkstandort. An der Infrastrukturtechnik sind an unterschiedlichen Orten QR-Codes angebracht. Durch Scannen des QR-Codes können dem Techniker die unterschiedlichen Abweichungen im Aufbau oder Bereich der Arbeitssicherheit angezeigt werden. Auch Step-by-Step-Anleitungen sind hier kein Problem. Durch den Scan des QR-Codes werden alle Schritte direkt an die betroffene Stelle projiziert. Zudem ist der Techniker nun immer auf dem neuesten Stand und Informationen lassen sich jederzeit aktualisieren. Alles, was man dazu benötigt, trägt man bereits bei sich in der Hosentasche. Die Möglichkeiten der Nutzung von Augmented Reality sind grenzenlos und dank neuester Technologie einfach erstell- und bedienbar.